Es sind die tiefen Abgründe, vor denen wir stehen und in die wir gerne einen Blick werfen wollen, obwohl wir uns davor fürchten. Ein Mord beizuwohnen stellt einen solchen Abgrund dar und die meisten Menschen, die sehen, wie andere verstümmelt oder getötet werden, sind angeekelt. Der menschliche Körper ist auf einmal nur noch ein Fleischsack und das, obwohl er sich gerade noch artikuliert hat und dann nichts mehr. 1976 erschien der argentinische Film El Ángel de la Muerte, in den USA unter dem Namen Snuff. Dieser Name kommt von der Bezeichnung To snuff someone out, jemanden auslöschen. Dieser Film hatte keine wirkliche Handlung, es gab nur Folterszenen, Verstümmelung, Exekution, Tod, Detailaufnahmen von Unfallopfern und zerstückelten Leichen. Und es kamen immer mehr Teile. Es gibt Gerüchte, dass die Hauptdarstellerin dieses argentinischen Films tatsächlich während des Drehs getötet worden ist. Zu real wirkte die Darstellung ihres Todes, aber bewiesen ist das nicht. Seit es das Internet gibt, häufen sich die Videozahlen, die es im Netz frei verfügbar gibt. Aber ob es sich dabei wirklich um Tötungsszenen handelt oder ob es sich dabei überhaupt um Snuff-Filme handelt, lässt sich schwer sagen. Tatsächlich ist für diese Community der Reiz, dass es sich um echte Tötungsszenen handeln könnte, gerade der Kick, den sie brauchen, wenn sie ein solches Video sehen. Nur zur Definition, ein Snuff-Film ist ein Film, der eine Mordszene zeigt, die stattfand, damit man den dazugehörigen Film dann für Geld verkaufen kann. Es handelt sich dabei quasi um einen kommerziellen Mord. Der erste Mord vor laufender Kamera war wohl angeblich der Mord von Charles Manson an Sharon Tate. Dieses Video wurde allerdings nie gefunden. Angeblich haben deutsche Kriminalbeamte den Tod einer Prostituierten nur anhand eines Snuff-Films überhaupt aufklären können. Aber auch die Kriminalpolizei hält sich in Fragen nach der Echtheit solcher filmischen Dokumente bedeckt. Allerdings ist bekannt, dass vor allen Dingen in Fällen von Kinderpornografie besonders viele Snuff-Videos auftauchen, die tatsächlich auch einen echten Hintergrund aufweisen. 1997 wurde in Großbritannien ein Kinderschänder überführt, der wohl 6 solcher Filme im Netz gesehen haben soll. Und ein solcher Film bringt im Deep Web so um die 2000 Euro pro Download. Aber es gibt nicht nur die Fälle, wo sich ein Täter ein hilfloses und wahlloses Opfer nimmt und es massakriert. Es gibt auch Menschen, die gezielt danach suchen, ein solches Opfer zu werden, oder Menschen, die danach suchen, ein solches Opfer bereitwillig bei sich aufnehmen zu können. Und da findet man in Foren solche Kontaktanzeigen von Menschen, die gefoltert, getötet und gegessen werden wollen. Antragsteller sind meistens Frauen und Männer, die dieses Angebot nicht ausschlagen wollen. Wir kennen ja die Geschichten vom Kannibalen von Rothenburg oder vom Hauptkommissar Detlef G. aus Sachsen, der einen Polen auf dessen Wunsch hin tötet und zerstückelt. Aber woher kommt auf einmal diese Gesellschaft, diese Community von Menschen, die sich am liebsten daran aufgeilen, den Tod von Menschen betrachten zu können? Gab es sie schon immer, diese gestörten Geister, oder ist es ein modernes Phänomen? Tatsächlich weist alles darauf hin, dass es erst ab dem Ende der 60er Jahre in den USA solche Tendenzen zu entdecken gab. In den 1970er Jahren wurde der Snuff-Film in der feministischen Anti-Pornografie-Bewegung benutzt, quasi als Anschauungsmaterial, wie weit es gehen kann mit menschlicher Perversion und der Ausnutzung von Frauen für ihre Gefälligkeiten. Maßgeblich war dabei ein Film von Jess Franco, nämlich Greta, Haus ohne Männer, in dem die Leiterin eines Gefängnisses die weiblichen Inhaftierten foltert. Der Snuff-Film ist wie das Zeichen für den maximalen Tabubruch einer Welt, die völlig von den Medien beeinflusst und teilweise gesteuert wird. Das oberste Ende, was der Mensch dafür bereit ist zu tun, um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen oder mit Medien Geld zu erwirtschaften. Gab es zu Zeiten von Snuff, dem Film, überhaupt schon eine Snuff-Community, eine Community von Menschen, die sich gegenseitig mit Mordvideos versorgten? Vermutlich nicht. Gibt es heute eine solche Community? Auf jeden Fall. Der Medienpädagoge Joe Gröbel sagt dazu: Ein Mann auf einem Berg wird nie auf die Idee kommen, ein Boot zu bauen. Angebot und Nachfrage und die Möglichkeit, sich zu verbinden. Das Internet hat dies ermöglicht. Was denkt ihr, habt ihr schon mal einen Snuff-Film gesehen, von dem ihr denkt, dass er wirklich echt war? Wie seid ihr darauf gestoßen? Was denkt ihr von Menschen, die solche Materialien konsumieren? Für weitere dunkle Seiten der Menschheit seid ihr gerne dazu eingeladen, diesen Channel zu abonnieren.
wenn ihr euch traut.